Bastelzeit und heute probieren wir uns mal ein bisschen an einem Nachbau. Vor einiger Zeit hatte ich ja das Ding hier gezeigt. Das ist so ein Dortscheim-Gedönse. Im Prinzip, man hat einen Bewegungsmelder, wenn der kommt, macht das Ding Sound. Naja, das klingt doch schon mal interessant, aber ich hätte gerne was, wo mein Sound kommt und vor allen Dingen, wenn ich das möchte, also nicht Bewegungsmelder, sondern irgendwas anderes, in dem Fall ein Knopf. Ich dachte also an so eine Art Buzzer, den, wenn ich drücke, ein Sound rauskommt. Die gibt's ja schon fertig. Wer IEV-Block kennt, der gute alte Bullshit-Button. Aber, ne, das Ganze bitte als DIY. Und für Knopf habe ich auch noch was da. Und zwar hatte ich mir vor einiger Zeit die hier gekauft. Das sind solche Grobhandtaster-Gedönse. Die hatte ich für meine Fotobox damals geholt. Und das ist halt im Prinzip nur ein Kontakt, der schließt. Das sollte funktionieren, denke ich jedenfalls. Bei denen hat sich eins herausgestellt, und zwar, sie sind nur mäßig für Partys geeignet, denn wenn da jemand zu viel Schwung holt, dann sieht das Gehäuse danach hier so aus. Ja. Entsprechend habe ich jetzt einen Button übrig, wo kein Gehäuse da ist. Naja, gut. Dann würde ich sagen, benutzen wir doch einfach diesen losen Button dafür und bauen uns damit was auf. So, also wir haben einen Taster. Ich denke mal, beim Thema Prozessor wird es keinen überraschen, dass ich irgendwie einen ESP oder ein Arduino da reinbaue. Und da fehlt aber noch ein wichtiger Punkt, nämlich wir wollen Sound machen. Da gibt es zwei Methoden, wie man das machen kann. Entweder indem wir Formeln und solche Sachen machen. Das geht beispielsweise hier mit so einem Arduino, indem man sagt, ich glaube Tone müsste das sein. Und dann kann man eine Frequenz eingeben und wenn man das tut, dann hört sich das hier so an. Das kann man zum Piepen verwenden, aber wenn man wirklich irgendwelche sinnvollen Töne abspielen möchte, da wird das eng. Hab mich da mal ein bisschen umgeguckt und bin bei dem hier gelandet. Ja, das ist ein kleines Board, was genau solche Tonsachen machen kann. Sagt's jedenfalls. Praktisch bei der Sache hier, das ist all in one. Das heißt, wir haben den Controller und den Speicher und alles aneinander. Das ist das JQ8400FL. Und wir haben einen Controller drauf, wir haben einen Speicher, irgendeiner von den beiden müsste Speicher sein. Und wir haben einen Verstärker mit drauf, das heißt, wir haben alles im Prinzip da, um einen kleinen Lautsprecher antreiben zu können. Wir brauchen nicht nochmal zusätzliche Boards oder irgendwas anderes. Und was hier bei dem noch gut ist, ihr seht hier, hier ist eine Micro-USB-Buchse. Und das ist ganz praktisch, man kann hier einfach ein Kabel zum PC oder Laptop oder was ihr habt anschließen. Und dann taucht das Ding hier quasi wie ein USB-Stick auf und man kann einfach MP3-Dateien draufladen. Und ja, das ist das, was wir dann am Schluss abspielen können. Einziger Nachteil, naja, ich kann leider nur diese eine Variante hier finden und die hat einen Flash-Speicher mit 32 Megabit. Heißt also umgerechnet, wir haben leider nur 4 Megabyte an Speicherplatz hier auf der Kiste. Und ja, das ist natürlich nicht viel, aber wenn wir von kurzen Sounds reden, dann sollte das eigentlich passen. Gut, ich würde mal sagen, wir kombinieren das mit so einen und entsprechend dann noch irgendeinen Lautsprecher. Ich habe hier noch diese schönen hier. Mal gucken, ja, das sieht fast richtige Größe aus, ne? Da können wir, denke ich, was mit anfangen. Und wenn wir das, plus noch ein ESP, wo auch immer jetzt hier einer rumfliegt, da ineinander bauen, dann haben wir einen schönen, was auch immer Button. Dann können wir dann draufhauen und kriegen irgendwelche random Sounds abgespielt. Ich würde mal sagen, ich klemme den hier erstmal an den Laptop. Dann gucken wir uns danach direkt mal den ESP an, was wir da an Code drauf machen müssen. Und designen uns noch ein passendes Gehäuse, weil wie gesagt, das Plastik hier muss da nicht drumherum sein. Außerdem ist es ein bisschen zu klein, wenn da noch ein Lautsprecher rein muss. Am PC kommt das Ganze, wie schon gesagt, als Massenspeicher hoch. Wir sehen das hier als normales Gerät, ist für die Techniker mit VFAT formatiert. Größe 4,2 Megabyte, Mebibyte, was auch immer das hier ist. Viel passt jedenfalls nicht drauf, aber es sollte für ein paar Sound-Samples ausreichen. Wenn ihr das Modul frisch aus der Packung holt, habt ihr wahrscheinlich auch schon welche drauf. Bei mir waren so 3-4 chinesische kurze Sätze drauf. Aber ich denke, die brauchen wir nicht. Stattdessen bin ich mal hingegangen, hab mal geguckt, was es denn so gibt an kostenlosen Sounds, mit denen man sowas jetzt hier zeigen kann. Und eine gute Anlaufstelle, das ist immer freesound.org. Das ist eine Webseite, da könnt ihr euch kostenlos so kurze Samples runterladen. Also kurze Sätze, kurze Sounds, einfach nur Effekte. Gibt's in verschiedenen Lizenzen. Einfach mal drauf gucken.
Ich habe mir hier einfach mal eine ganze Latte von irgendwelchen Alarmmeldungen, also Sirenen, Buzzern und solchen Späßen, heruntergeladen. Die sind großteils im Wave-Format, auch teilweise FLAC. Ich meine, Wave müsste das Modul sogar abspielen können, FLAC weniger, aber alles hat natürlich auch seinen Preis. Die Wave-Dateien sind relativ groß, bei mir insgesamt 82,2 MB, ein bisschen viel. Hab deswegen dann einmal kurz FFmpeg drüber laufen lassen. Da kann man einfach sagen, hier mach mal alles in MP3. In dem Fall 96 Kilobit, das sollte passen. Größe 3,8 Megabyte, das klingt richtig. Dann kopieren wir uns die einfach mal hier drauf. Und an der Stelle nicht erschrecken, wenn ihr Linux oder ein neueres Windows-System habt. Ja, das Ding ist extrem langsam. Da reden wir irgendwie von 50 bis 100 Kilobyte pro Sekunde, die der übertragen kann. Ist halt ein Flash-Speicher und nicht für hohe Datenraten optimiert. Was auch ganz wichtig ist, vor allen Dingen, wenn ihr unter älteren Windows-Systemen arbeitet, nach dem Kopieren Rechtsklick und Hardware sicher entfernen, heißt es ja da, glaube ich, oder auswerfen, sodass wirklich alles da drauf geschrieben wird und wirklich auch auf die Meldung warten. Ansonsten kann das dazu führen, dass da halbe Dateien drauf sind, eventuell sogar das Dateisystem kaputt geht. Das muss nicht sein. Und natürlich ist es auch auf anderen Systemen nie eine schlechte Idee, die Auswerfenfunktion zu benutzen. Fein. Ja, das Modul selber, wenn wir da gucken, die aktuelle Version 1.5, die ist leider nur auf, ich schätze mal Chinesisch verfügbar. Ich meine, wir können ein paar Sachen sehen. MP3 und Wave Support, FAT-Dateisystem, die Sample Rates, 24-Bit DAC. Und wenn wir ein bisschen runtergehen, dann steht hier auch noch irgendwie die Betriebsspannung 3,3 bis 5,5 Volt, das sollte ganz klar sein. Auch hier 500 Mikroampere Standby, 10 mA abspielen. Und hier oben Normal, Jazz, Classic, Pop, Rock, das sind Equalizer. Es gibt allerdings auch noch eine ältere Version von der Anleitung und die gibt es auch in Englisch. Das ist dann natürlich für uns ein bisschen besser lesbar. Da haben wir zum einen das Pinout. Ich meine, ist glaube ich auf der Rückseite auch abgedruckt, aber hier halt nochmal in schön. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir mit dem Modul kommunizieren könnten. Das erste ist so ein One-Line, das ist ein Eindraht-Kommunikationsbus. Der ist aber hier skipped. Also in der englischen Variante ist es nicht drin. Wenn ihr Interesse habt, hier gibt es irgendwie die Timings und auch einen, na, wo ist er? Nehmen wir den hier, das sieht mir nämlich nach einem Arduino-Beispielcode aus. Oder C zumindest. Wer also sich daran versuchen möchte, kann das tun. Ich werde noch eine weitere Leitung opfern und RX und TX verwenden. Das ist UART, also eine ganz normale serielle Schnittstelle. Ansonsten haben wir hier noch Busy. Damit meldet er zurück, ob er gerade was abspielt oder nicht. Und hier unten haben wir dann nach der Stromversorgung die rohen Ausgänge vom DAC oder die Ausgänge für Speaker, die also nochmal einen Verstärker davor haben. Die serielle Schnittstelle 9600 baut und der Rest ist Standard, also sollte überhaupt kein Problem sein, das mit einem Arduino oder so da rauszusenden. Und dann haben wir hier auch die entsprechenden Message Formats, Data Lengths, Checksums. Was für uns aber interessant ist, das sind dann die eigentlichen Kommandos. So kann sowas zum Beispiel aussehen. AA heißt, wir fangen jetzt an zu kommunizieren. Dann kommt die Kommandonummer, in dem Fall 01, mit 0 Byte an Daten und die Prüfsumme. In dem Fall hier also eine Statusabfrage und zurück kommt dann AA0101 Status und SM, wobei hier leider nicht definiert ist, was der Status ist. Ich schätze mal, dass irgendwie 0 zum Beispiel Ruhezustand und 1 am Abspielen ist oder sowas. Genauso können wir hier Play sagen, wir können Pause sagen, Stopp sagen, vorheriger Song, nächster Song, spezifischer Song, da können wir einen Dateinamen in High und Low eingeben. Wobei Dateiname falsch ist, weil eigentlich ist es die Nummer des Audios. Das heißt also, die werden von Anfang an durchnummeriert, irgendwie intern. Was wir auch machen können, ist den Storage wechseln. Der Chip, der darauf verbaut ist, der kann theoretisch nicht nur den internen Flash, sondern auch SD-Karte und USB. Haben wir beides nicht dran, von daher ist das für uns irrelevant. Und hier sind noch jede Menge andere Sachen. Wir können hier abfragen, wie viele Audios sind da drin. Wir können die Lautstärke hoch und runter setzen. Wir können Loop-Modi definieren, den Equalizer haben wir ja schon gesehen. Es gibt ein Combined Playback, dass man mehrere Sounds gleichzeitig abspielt. Zum Beispiel interessant, wenn ihr irgendwie eine irgendeinen Spielautomat oder so damit bauen wollt. Das müsste also wohl auch machbar sein. Und ist, wie ihr seht, doch einiges an Befehlen da.
Es gibt dafür auch Libraries. Bei mir haben sie nicht so sauber funktioniert. Ich bin daher hingegangen und habe das Ganze mir selber programmiert. Ich meine, seriell raussenden ist jetzt nicht so schwer. Und ich würde mal sagen, damit steigen wir mal wieder ein bisschen in den Code ein. Kleines Vorwort. Ich benutze die serielle Schnittstelle sowohl in Richtung PC als auch Modul. Da das Modul immer nur reagiert, wenn wir dieses AA senden, funktioniert das halbwegs. Ist nicht schön, aber nee, es klappt. Ich hatte zeitweise auch mal mit Software-Serial rumhantiert, aber das hat bei mir nicht wirklich funktioniert. Deswegen habe ich die eine serielle Schnittstelle, die der ESP hat, einfach doppelt benutzt. Also, ich gebe erstmal hier Beginn aus, warte 3 Sekunden und dann geht's hier los. Wir setzen jetzt erstmal die Lautstärke auf Level 20, das ist das Maximum. Und hier sehen wir wieder AA, das heißt, wir fangen mit einem Befehl an. Dann kommt die 0x13, die können wir mal hier gerade gucken, die müsste hier ja auch drin sein. Da sind wir doch, Volume Control, AA 13, 01. Dann kommt die 14, das ist Hexadezimal. Wenn wir das in Dezimal umrechnen, dann sind wir bei 20, deswegen Level 20. Und D2, das ist die Prüfsumme, die wir dann haben. Für die Prüfsumme zählt man einfach die ganzen hier aneinander und holt dann entsprechend die letzten beiden Stellen. Das ist für den die Prüfsumme. So, das schicken wir hin. Zurück kommt nichts, entsprechend passiert hier auch nichts, sondern er geht direkt weiter. Jetzt kommt hier Checking Number of Files. Das habe ich leider noch nicht so ganz zum Laufen bekommen. Normalerweise sollte er jetzt über den Befehl 0c hier gehen, was ja, wenn wir hier gucken, 0c Inquiry of Total Number of Audio Files, der sollte dann eigentlich die Nummer zurückgeben, aber hier an der Stelle hatte ich halt das Problem, dass es nicht ganz so gut funktioniert hatte. Ich habe zwar hier mal diese Bytes, die dann rauskommen, da raus operiert und das angezeigt, aber hat nie einen sinnvollen Wert zurückgebracht. Ich schätze mal, das klappt eventuell nicht mit der Art, wie ich das hier gemacht habe. Aber gut, ich weiß ja schon, wie viele Dateien ich drauf kopiert habe. Deswegen habe ich es jetzt hier erstmal festgesetzt. Eventuell fixe ich das noch und dann mal gucken. Und als nächstes kommt hier ein bisschen Magie. Und zwar hole ich mir hier einen analogen Wert von A0. Der ist nicht angeschlossen, das heißt, theoretisch müsste da Rauschen reinkommen. Leider rauscht es nicht so viel, wie ich das gerne hätte bei hier dem Node-MCU. Über den hatte ich dann versucht, mir eine Zufallszahl zu besorgen. Leider ist die Arduino-Funktion random nicht wirklich random. Es kam jedes Mal dasselbe raus, auch dadurch, dass halt der Analog Read keine zufälligen Werte da geliefert hat. Ich bin daher hingegangen und habe noch hier eine Library eingebunden. Das ist die ESP8266 TrueRandom. Die macht da zumindest ein bisschen mehr an Versuchen, random zu machen. Hab dann noch irgendwie hier 400 Runden darüber, einfach nur um irgendeine halbwegs zufällige Zahl zu bekommen. Und entsprechend kriegen wir dann hier eine Zahl zwischen 1 und 5. Das stimmt natürlich jetzt nicht mehr. 1 und 15 brauchen wir. Der letzte Wert ist die Oberkante, das heißt 15 wird nie erreicht. Der höchste Wert ist in dem Fall hier 14, ist irgendeine Eigenschaft von hier der Library. Am Ende, der ganze Block hier sorgt nur dafür, dass wir eine zufällige Zahl bekommen zwischen 1 und 14. Und da wir 14 Dateien drauf haben, ist das natürlich der Song, den wir spielen wollen, beziehungsweise das Sample. Das mache ich dann hier, Choose Song über 0x07, das war dieses Specify Song, da wird entsprechend der Wert hingeschickt. Bis 16 geht's zum Glück, ansonsten müsste ich da noch ein bisschen mehr machen. Die Prüfsumme muss hier natürlich dynamisch berechnet werden, weil sich der Wert ja immer ändert, bei den anderen habe ich es so fest eingetragen. Und last but not least 02 Start Playback, das heißt wir spielen jetzt an der Stelle den Song dann ab. Der Rest ist alles auskommentiert, das waren alles Tests von mir. Heißt auch, dass die Loop am Ende leer ist. Das heißt, wenn wir drücken, dann wird einfach abgespielt, bis das Ding rum ist und dann bleibt der da stehen, weil es passiert ja nichts mehr. Das heißt, erst wenn wir wieder resetten, kommt das nächste. Das ist jetzt natürlich noch nicht fertig, aber zum Testen sollte das hier erstmal ausreichen. Also hoch auf den Controller, dann gucken wir mal, was passiert. So, das Ganze müssen wir jetzt natürlich noch anklemmen. Wie schon gesagt, auf der Rückseite ist es zum Glück beschrieben. Das heißt, wir orientieren uns jetzt einfach mal da dran. Erstmal hier die Stromversorgung, Ground und DC 5 Volt steht jetzt hier. Wie gesagt, er klappt theoretisch auch mit 3,3 Volt. Ich werde es jetzt aber auch mal hier beim ESP auf 5 Volt anklemmen. Ist außerhalb der Spezifikation vom ESP, aber wie immer, ich hatte bisher relativ wenig Probleme damit. Deswegen mache ich das mal weiterhin so.
5 Volt hat halt den Vorteil, dass er mehr Power hat, um entsprechend die Lautsprecher anzutreiben. Das Ding dürfte dann lauter sein. Das nächste, was wir haben, ist RX und TX. Das ist unsere serielle Schnittstelle. Entsprechend TX dann bei dem hier auf den Pin, wo RX steht. Und RX auf TX, sodass die da überkreuzt sind. So, das Einzige, was jetzt noch fehlt, das ist natürlich die Box. Die hier, die ist nur zu löten. Das ist jetzt zum Testen ein bisschen unschön. Deswegen habe ich mir gerade die hier geholt. Die ist ein bisschen größer, wie wir sehen können. Sollte aber eigentlich auch noch passen. Der Vorteil ist halt, der hat hier solche Klammern. Da kann ich das besser zum Test anschließen. Schauen wir mal, wir haben jetzt hier Plus und Minus. Bei Boxen nicht ganz so tragisch, aber richtig rum ist schöner. Dann klemmen wir das hier mal auf die Speaker-Anschlüsse und das müsste es theoretisch gewesen sein. Jetzt müssten wir nur noch Strom haben, dann können wir das Ganze auch testen. So, Stromversorgung natürlich über den ESP und wir erinnern uns, 3-4 Sekunden dauert's. Ich habe ja noch Delays da drin, dann müsste aber anfangen zu spielen. Müsste. Ah, ja. Wir haben offensichtlich unseren Alarm-Sound und wenn ich jetzt resette, müsste er einen anderen dann nach den paar Sekunden spielen. Ja, das ist eine sehr gute Idee, jetzt hier den Feueralarm-Sound abzuspielen. Die Nachbarn werden sich bedanken. Ja. Okay, ich würde sagen, technisch klappt das Ganze. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch zwei Sachen ändern. Zum einen, ich hätte gerne noch meine Box außenrum. Also nicht die Box, sondern eine Kiste. Und was ich auch noch machen möchte, ist hier die Logik ein bisschen ändern. Momentan ist ja so, dass wenn ich einen einschalte, der entsprechend das auswählt und abspielt, das ist schon mal ganz gut. Ich hätte gerne aber noch was. Ich hätte es nämlich gerne so, dass der Knopfdruck erst die Batterie wird es wahrscheinlich werden, mit dem Controller verbindet. Und wenn ich loslasse, soll der hier selber sich immer noch weiter mit Strom versorgen. Das heißt, da kommt noch ein MOSFET dran. Der stellt dann die Stromversorgung weiter sicher. Und wenn er fertig ist mit dem Abspielen, müsste ich, glaube ich, den Busy-Pin hier mal zurückschleifen noch, dann schaltet er den Strom ab, sodass, wenn nichts abgespielt wird, die komplette Box ohne Strom ist und entsprechend dann lange der Akku auch hält. Gut, ja, Ziel ist gesetzt. Würde ich sagen, ich mache erstmal das hier mit dem MOSFET, weil das ist noch ein bisschen Elektronik. Und dann kümmern wir uns um den 3D-Kram für das Gehäuse. Ja, und ich habe jetzt hier bei Falstaff das Ganze mal simuliert mit diesen MOSFETs. Das Ding besteht aus zwei Stück. Einen P-Channel-MOSFET, der die positive Seite von der Batterie zum Arduino oder ESP schaltet. Einem NPN-MOSFET oder Transistor geht auch, ein BJT, das ist egal. Und hier hinten dieser Bereich, das ist unser eigentlicher Arduino ESP. Das ist also alles eigentlich Software, nur hier zum Anzeigen dann mal in der Form. So, standardmäßig sieht das hier so aus. Wir haben die Plusseite der Batterie, die geht an den PFET. PFET heißt, dass hier am Gate eine negative Spannung, also Ground, hin muss, um entsprechend einzuschalten. Standardmäßig wird der hier über diesen 100 Kiloohm Widerstand auf Plus gehalten, das heißt, das Ding bleibt aus. Und es gibt zwei Versionen oder zwei Möglichkeiten, wie der auf Ground gezogen werden kann. Das erste, das ist dieser Taster hier. Das heißt, wenn wir den drücken, das ist unser großer Grobhandtaster, dann sehen wir, rechts geht jetzt die Lampe an. Wir schalten den hier ein, über den Widerstand zieht er den Punkt hier auf Minus, der hier schaltet ein und entsprechend fließt hier da hinten dann Strom und schaltet unseren ESP oder in dem Fall die LED ein. Die Sache ist, wenn wir loslassen, naja, dann geht er direkt wieder aus. Das wollen wir ja nicht. Wir brauchen also noch eine Möglichkeit, dass der ESP sich selber einschalten kann. Und das kommt dann hier hinten. Und zwar der zweite Weg. Wir können nämlich über diesen N-Channel-MOSFET oder einen NPN-Transistor irgendwas in die Richtung auch den Punkt hier auf negativ ziehen. Auch der hat in dem Fall einen Pull-Down, das heißt NPN heißt, hier muss High sein zum Einschalten. Standardmäßig ist der hier auf Low. Und wir können aber über den Widerstand vom ESP, von einem GPIO-Pin, das Ganze High ziehen. Das heißt, im Prinzip wird es am Ende so ablaufen. Ich drücke den Taster. Der Strom wird jetzt eingeschaltet. Der Arduino startet. Und das Erste, was er im Setup macht, ist einen GPIO-Pin einmal einschalten auf High.
Und jetzt ist der hier auch aktiv. Und wenn ich hier hinten loslasse, dann bleibt das Ganze trotzdem an, weil jetzt dieser Weg hier über den Transistor diesen Punkt hier weiterhin auf Low hält. Das heißt, der Strom bleibt eingeschaltet, der ESP kann weiter sein Programm abarbeiten und wenn er dann sich irgendwann entscheidet, okay, mein Programm ist fertig, ich brauche keinen Strom mehr, dann wird der ja einfach auf Low gezogen und entsprechend schaltet alles wieder aus und die Batterie ist nicht mehr verbunden. Damit haben wir theoretisch einen Stromverbrauch von 0, weil wir haben ja ausgeschaltet. In der Praxis wird es nicht ganz 0 sein, die ganzen Komponenten, die haben immer ein bisschen Leckströme, das heißt ein bisschen was wird da runtergehen, aber es ist deutlich weniger als ein ESP8266, selbst wenn der in Deep Sleep ist oder so. Zieht er einiges, vor allen Dingen, weil wir haben den nicht direkt angeschlossen. Ich werde es mit einer LiPo-Zelle machen. Allerdings, der ESP hier hinten, der kann nicht mit 4,2 Volt, was ein voller Lithium-Akku hat, umgehen. Das heißt, an der Stelle brauchen wir entweder einen ULDO, also einen Ultra-Low-Dropout, linearen Regulator, oder, was ich jetzt mache, ich werde einen Step abholen, werde die 4, irgendwas Volt auf 5 Volt hochheben und die sind dann V-In für den Onboard-Regulator vom ESP oder Node-MCU. Einen wichtigen Punkt muss man noch beachten, wenn man mit ESP-basierten Modulen arbeitet, egal welches das jetzt ist. Vom Node-MCU habe ich jetzt gerade kein Pinout da, deswegen machen wir das mal hier. Und zwar, was man aufpassen muss, einige von den IO-Pins, die haben für den Boot spezielle Sachen. Wenn wir nämlich hier gucken, standardmäßig läuft Boot from Flash auf den meisten Boards. Das heißt, GPIO 0 und GPIO 2, die sind per Standard auf High gezogen. Beim NodeMCU entspricht das den Pins D2 und D3. Die kann man also nicht so einfach benutzen. Da sollte man besser irgendeinen anderen holen, weil sonst kann es passieren, dass wenn der ESP runterfährt, die CPU sich schon ausschaltet, der geht dann plötzlich wieder auf High und das Ganze schaltet sich wieder ein, so fängt das an zu oszillieren. Ist ein bisschen uncool, deswegen lieber einen anderen IO-Pin holen. So, was ich jetzt noch neben dem Board von eben dabei gemacht habe, das ist einmal hier so ein 18650 Halter, ein TP4056, so ein Protection Charging Board, einfach nur, dass ein bisschen Schutz für die Zelle da ist. Und dann jetzt entsprechend hier dieses kleine Board, das selber gebaute, was diese komplett Abschaltschaltung, die ich eben erklärt habe, dann entsprechend ist. Dahinter steckt dann noch so ein Step-Up-Modul, das haut die 3, irgendwas Volt oder 4, irgendwas Volt auf 5 Volt hoch, sodass wir da direkt den ESP versorgen können mit seinem AMS1117. Nicht schön, aber sollte zumindest fürs Erste funktionieren. Okay, theoretisch sollte das Ganze jetzt zusammen sein. Ich habe noch eine Änderung gemacht, und zwar den Pin hier. Das ist der TX-Pin vom Controller zum Mikrocontroller zurück. Den habe ich nicht angeschlossen, weil wenn der angeklemmt ist auf dem Hardware-Serial, dann lässt sich der nicht programmieren. Den brauchen wir aber auch nicht zum eigentlichen Betrieb. Ich habe inzwischen auch rausbekommen, dass es wohl einen Bug gibt in dem Software-Serial vom ESP8266. Deswegen wird das nicht funktioniert haben. Also im Prinzip, wenn man das repariert, die richtige Version nutzt, könnte man die auch auf andere IO-Pins machen. Dann hätte man das Problem gar nicht. Egal, so müsste das funktionieren. Heißt dann jetzt, wenn ich hier drücke, wird einmal kurz geschlossen. Der hier kriegt Strom. Der zieht direkt diesen D8 auf High. Dadurch wird die ganze Schaltung eingeschaltet und ihr seht, er ist ziemlich empfindlich. Wenn ich hier mit dem Finger drauf gehe, dann versucht er schon zu starten. Ich sollte vielleicht keine so hochohmigen Sachen holen. Wie auch immer, dadurch, dass der hier dann high ist, bleibt die Schaltung unter Strom, auch wenn ich den Taster loslasse. Der fängt dann an und sendet das Kommando zum Abspielen hier unten hin. Sollte passen. Wartet dann, bis das hier auf dem Pin D3, das ist die Busy-Linie von dem Modul, ein High-Pegel kommt, der uns sagt, okay, ja, ich spiele jetzt ab. Dann wartet er, bis das ein Low-Pegel kommt, das heißt, er ist fertig. Wenn der Low-Pegel kommt, schaltet er den hier ab und damit geht die komplette Stromversorgung komplett aus, das heißt 0 Ampere. Können wir dann noch direkt mal testen. Ich drücke einmal kurz und achtet mal aufs Display und den Ton. Ja, und das, was wir gerade gehört haben, das ist ein Bug. Den hatte ich jetzt eben schon mal gesehen und zwar scheint es wohl so zu sein, dass der 3,3 Volt Regler hier ein bisschen schwach ist für das Modul. Da hängt er sich dann schon mal ein bisschen auf und wir haben gerade gesehen, das Licht ist jetzt ausgegangen nach dem Ton und entsprechend wieder 0. Das heißt, er hat tatsächlich den kompletten Strom ausgeschaltet.
aus. Wunderschön, das funktioniert also doch. Tja, mit der Stromversorgung, ich denke, ich werde ihn einfach von 3,3 Volt runterholen und auf 5 Volt klemmen. Das ist zwar leicht out of spec, aber wird schon schief gehen. Hier bei den Nord-MCUs, die sind relativ stabil. Also normalerweise bräuchte man jetzt noch Pegelwandler und alles, aber ich vertraue einfach mal darauf, dass er schon nicht kaputt geht. Das heißt, den machen wir einfach mal hier drauf, dann dürfte er auch sogar lauter sein. Probieren wir das nochmal. Strom ist noch an und... Okay, das hat funktioniert. Ausschalten geht auch. Ja, das sieht deutlich stabiler aus. Ich denke, mit den 5 Volt klappt das besser. Gut, ist jetzt noch ein bisschen chaotisch. Noch ein bisschen Isoband rum, um die Stellen, die jetzt nicht ganz so gedingst sind. Und ich war schon mal fleißig. Ihr habt ja schon gesehen, hier ist eine Platte drumrum. Und zwar habe ich ein Gehäuse designt. Naja, gut, was heißt designt? Können wir uns jetzt mal angucken, wie das entstanden ist. Das lief nämlich über OpenSCAD. Ja, wie schon gesagt, Gehäuse möchte ich drucken und ich nutze hier dafür diesen Customizable SnapFit Electronics Project Box Enclosure Generator von 0707070. Ja, ihr seht's auf dem Bildschirm. Das ist hier auf Thingiverse verfügbar, ist ein SCAD, das heißt also, wofür auch immer SCAD steht, ist eine kostenlose Software. Und was ganz wichtig ist, das ist customizable. Wenn wir das öffnen, sieht das hier so aus. Und wer SCAD noch nicht gesehen hat, das ist eine parametrische SCAD, das heißt, man programmiert quasi seine 3D-Form. Das ist nicht so klicken wie FreeCAD zum Beispiel, sondern eher, wir programmieren uns eine Form. Was ich schon gemacht habe, ich habe die Wände mal dicker gestellt von 3 auf 4, einfach weil ich ein bisschen Stabilität da reinbringen möchte. Wir möchten beide Teile hier und hier ist die Box in Millimetern, das heißt... Der Lautsprecher, der braucht etwa 8,5 cm. Also machen wir die Box mal 85. 85 und die Höhe, ja, gute Frage. Die Höhe müssen wir natürlich mal gucken. Das ist ein bisschen komplizierter. Sagen wir mal 8 cm, also 80 mm. Das müsste es eigentlich sein. Dann drücken wir entweder F5 oder klicken hier oben einmal auf Vorschau. Dann sehen wir schon, so wird die Box am Ende aussehen. Ja, damit kann ich im Prinzip schon mal leben. Okay. Etwas komplizierter als gedacht, aber hat funktioniert. Und das Schlimme ist, das war jetzt der einfache Part. Kommen wir zum komplexen Part, nämlich die Bottombox mit dem Array und den 4 Bohrungen an der richtigen Stelle. So, jetzt fehlt nur noch das Ding in der Mitte. Vor Klammer auf x gleich... Zahl 0.20. Ja, müsste gehen. So, jetzt müssen wir nur noch das Translate für das hier machen. Das machen wir -25.5. Dann müsste das dahin gehen. Jo. Jetzt machen wir die ganze For Loop nochmal. Perfekt. Schön. So, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Ist das jetzt hier hinten um ein... Lautsprecher einzusetzen oder ist es doch irgendein Stencil für ein BGR-Bauteil, aber wird schon passen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die ganzen Löcher dem gewaltig zusetzen, also ja, das Rendering dauert. Er stürzt nicht ab, er braucht nur 18 Minuten, um hier die Box zu rendern. Okay. Ja, auch beim Druck habe ich mal was Neues versucht, habe diesmal nicht mit Cura gearbeitet, sondern mit diesem Slicer oder Slick3R oder wie auch immer man das ausspricht. Da gibt's halt zwei Versionen. Die offizielle, die funktioniert für mich eigentlich ganz gut, hat aber nicht wirklich viele Optionen. Und die inoffizielle von Prusa, ja, die hat viele Optionen, aber da vermisse ich ein paar Funktionen. Na gut, wie auch immer, der Druck kam immerhin raus. Also entsprechend viel Druck. Später haben wir das hier mit diesen Kanten. Theoretisch passt hier unten der Lautsprecher rein, der Rest oben drüber. Mit etwas Glück kann man das Ganze auch noch festschrauben. Und dann sollten wir unsere fertige Box haben.
Einziger Nachteil natürlich ist, ich habe jetzt hier diesen Anschluss zum Laden des Akkus nicht rausgeführt. Das heißt, den Akku kann man nicht im Gerät laden, den müsste man rausholen. Aber theoretisch, dadurch, dass der halt die ganze Zeit aus ist, sollte der auch relativ lange halten. Ja, bauen wir das mal zusammen. In der Software habe ich dann noch ein bisschen was hin und her gemacht. Und zwar habe ich noch den Pin D3 geholt. Da hängt jetzt die Busy-Line dran. Ist mit als Input mit Pull-Up definiert. Und was ich dann jetzt hier unten mache, ich gebe erst den Befehl, dass er abspielen soll. Dann warte ich darauf, dass dieser Pin D3 auf High geht. Das heißt also, das Modul mit dem Abspielen vom Sound begonnen hat. Und dann warte ich, bis das wir wieder Low sind. Das heißt also, das Abspielen beendet ist. Und ab dem Moment wird dann hier entsprechend unsere Stromversorgung, die habe ich jetzt an D8 angeklemmt, den Transistor, der wird gekillt. Ich habe noch einen ESP Deep Sleep drin, aber das ist eigentlich wurscht, weil an dem Moment sollte er eigentlich schon aus sein. Und ja, das Programm läuft dann jetzt hier drauf. So, ja, die Box, die hat mich doch jetzt ein bisschen mehr Nerven gekostet, als ich das vermutet hätte am Anfang. Waren halt ein paar Sachen dabei, die ich so noch nicht kannte. Zum einen die ganze Sache mit dem OpenSCAD. Ich da direkt schon mal dabei sage, guck mal in der Beschreibung, ich habe dieses Konzept mit diesem Einrasten inzwischen in FreeCAD nachgebaut, dann geht das für die nächsten Male einfacher, zumindest für mich, weil dieses OpenSCAD war mir definitiv zu langsam. Ansonsten, diese Auto-Power-Off-Schaltung, die hat mich viel zu lange beschäftigt. Ich habe es nämlich hier auf einem schönen Breadboard aufgebaut und ich gehe davon aus, dass die langen Kabel als Antenne fungiert haben und der deswegen sich einfach random mittendrin angeschaltet hat. Da bin ich schon ein bisschen verzweifelt. Also ein paar Widerstände und zwei Transistoren sollte man eigentlich noch hinbekommen. Hat mich ein bisschen länger aufgehalten, als es hätte sein müssen. Naja, jetzt läuft's offensichtlich. Wir können Krach machen. Und ja, so einen Button braucht man halt. Ihr kennt das. Jeder hat bestimmt auf der Arbeit diesen einen einzigen Kollegen. Wenn der sich infrastrukturrelevanten Komponenten nähert, dann sollte eventuell ein Alarm losgehen, bevor alles in die Luft fliegt. Ne? Ja, das haben wir jetzt hier offensichtlich. Gibt wie immer noch ein paar Lessons learned. Was könnte man besser machen, wenn man das jetzt nochmal machen würde? Zum einen eine Ausschlauung, einen Akku zu laden. Dann muss man das Ding nicht jedes Mal auseinandernehmen. Ich meine, es geht zwar, aber der Deckel sitzt doch relativ fest da drauf. Ansonsten, Füße wäre ganz gut, weil im Moment haben wir da halt so ein paar Schraubenköpfe und die bestimmen momentan den Abstand zwischen Tischplatte oder wo immer das Ding steht und der Box. Was prinzipiell wurscht wäre, aber auf unten drunter sitzt ja unser Lautsprechergrill, das heißt, da kommt der Ton raus und ich würde schätzen, mit ein bisschen mehr Abstand könnte der noch ein bisschen besser zur Geltung kommen. Ansonsten, naja, was auch noch ein bisschen problematisch ist, wenn man drückt, dauert das so 2-3 Sekunden, bis das der Ton anfängt. Das hätte wegen mir gerne noch ein bisschen schneller gehen können, aber man kann nicht alles haben. Ich schätze, der Controller ist nicht dafür gedacht. Und ja, ansonsten würde ich mal sagen, es ist eine Box, sie macht Krach unterwegs, sie macht Alarm. Ich werde selbstverständlich keine memewürdigen Audio-Files, die urheberrechtlich geschützt sind, da drauf laden, sondern schön bei den freien Sachen hier bleiben. Und ansonsten würde ich mal sagen, Gary tut offensichtlich, was er soll.